Ja, ihr Lieben, lange ist es her, dass ich mich in einem Video präsentiert habe. Wie ihr seht, habe ich die Haare schön kurz. Das mache ich immer vom Winter. Eigentlich rasiere ich sie mir, damit die Kopfhaut ein bisschen stabiler wird für den Winter. Ja, interessant, ne? Gut. Also, ja, ich muss jetzt auch nochmal nächste Woche muss ich wieder geschäftlich weg. Deswegen habe ich schnell Videos ganz schnell ein paar gemacht. Ich hoffe, ihr habt die euch angeguckt. Das sind echt wichtige Themen. Gerade die Gefahr des Islams. Und ja, wir machen natürlich jetzt hier weiter. Und zwar mit Islam von A bis Z auseinandernehmen. Wenn ihr noch Themen habt zu Thema A, was euch einfällt. Ja, zum Beispiel Abrogation im Islam oder sowas, werde ich das weiterführen, aber wir machen jetzt mal mit B weiter, ne? Von A bis Z, heute machen wir mal mit B weiter. Fangen wir doch mal mit Blasphemie an, ja? Die Muslime töten, wenn jemand blasphemisch ist zu Allah, ja, zu einem Gott, der physische Form hat, keinen Geist hat, der laut Wissenschaft tot ist, ja, also wissenschaftlich analysiert ist Allah tot. Eine Physik, eine physische Form, die keinen Geist hat, ist wissenschaftlich tot. Das sagt die Wissenschaft, das sagt nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Ja. Gut. Ein Satz Schachmatt-Islam. Könnten schon hier Stopp machen, ne? Aber na gut, manche müssen ja, brauchen ja mehr Informationen, brauchen ja mehr Palaber, ja, und werden es trotzdem nie verstehen oder wollen weiterhin diese Lüge verteidigen, ja, was eigentlich schon die höchste Form der Blasphemie ist, eine Lüge zu verteidigen, einen Gott, den es nicht gibt, ja, um ihre geisteskranken Werte stabil zu halten, ja, auf dieser Welt, unfassbar, unfassbar, und sprechen von Blasphemie. Ich weiß, ich habe das schon in anderen Videos ab und zu mal ein bisschen erwähnt, hier nochmal mit reinbringen. Blasphemie, ja. Mohammed hat sich unter den Deckmantel Abrahams, unter die Religion, ja, was, also Christentum und Judentum gemischt, behauptet, eine abrahamische Religion zu sein, die überhaupt keine ist. Mohammed selbst hat Frauenkleider angezogen. Ja, und hat sich ins Bett seiner Frau gelegt, seine Frauen gelegt und die Frauenkleider seiner Frauen angezogen. Das sage nicht ich, das sagen die Hadithen. Er hat sich geschminkt, er hat sich Eyeliner, ich weiß, ich kann das nicht so aussprechen, dass diese Eyeliner, ne? Hat er sich gemacht wie die Pharaos. Der hat einen Mann, ja, unter den Bauchnabel geküsst. Ja, und dann sagte der, oh, das ist genau, was mir gefällt, ja, und ich würde das so gerne auch mit dir tun, und haben sich das unterhalten, vor allen Leuten hat er das getan, ja, und wir wissen, dass sogar auch für Homosexuelle laut Alten Testament sogar Steinigung steht, ja, denn heute wissen wir, ja, die Armen, das sind doch die armen Homosexuelle, Leute, denkt mal ein bisschen an die Nephilim. Denk mal ein bisschen an die Nephilim und an die Dämonen. Das Blut ist immer noch gekreuzt mit denen. Ja? Das sind, wisst ihr, was ein Mensch ist? Wisst ihr, was ein Mensch ist? Und Gott kreierte den Mensch unter ihnen Adam. Und Gott kreierte den Menschen unter ihnen den Adam. Er formt ihn aus Lehm. Wir können sogar wissen, wir sehen sogar heute, dass das Kohlenstoffverbindung, das meiste bei uns im Körper ist, Kohlenstoffverbindung, ja, genau wie die Erde, Kohlenstoffverbindung. Wir bestehen unser Fleisch, unsere Knochen, das ist alles, unsere Haare, unsere Fingernägel. Das meiste bei uns, ja, also jetzt von der, nicht das Wasser in uns, ja, das meiste Volumen, was wir im Körper haben, ist Wasser, aber die feste Struktur, ja, es ist Kohlenstoffverbindung, ja, und die Erde ist auch, ja, Kohlenstoffverbindung. Hier sehen wir ganz klar, nee, das ist nicht mal wissenschaftlicher Widerspruch, die Wissenschaft kann nicht mal sagen, nee, es kann nicht sein, weil
wir sehen, dass wir aus Kohlenstoffverbindung sind, das meiste von uns, von die feste Form. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ja? Was ist der Mensch? Eine Verbindung aus Kohlenstoffverbindung, ja, meistens, vom Volumen, am meisten Wasser, ja, und um Lehm, ja, oder Erde, ja, uns zu formen, braucht die Erde ja Wasser, ja, und hauchte den Geist des Lebens, sag ich jetzt mal, den Odem des Lebens, Adam durch die Nase. Das ist ein Mensch, der Geist hat, aus Kohlenstoff und Wasser, Kohlenstoffverbindung und Wasser besteht. Ja? Dann natürlich Gott. Wie Jesus sagt, ich könnte euch noch viel mehr deuten, doch ihr seid noch nicht bereit dazu. Warum hat Gott uns damals noch nichts von der DNA erzählt oder hin und her? Ja? Leute, ja? Versteht ihr? Und er sprach immer von den Samen. Er sprach immer von den Samen. Der Samen hat eine Information. Ja. Er hat davon erzählt, aber wir hören nicht zu. Ja. Er sprach immer von den Samen. Ich möchte, dass dein Samen ein großes Volk gibt, Abraham. Ja. Was ist denn der Samen? Der Samen hat eine Erbinformation. Ja. Ein Samen von ein Apfelsamen, ein Piniensamen, whatever. Hat eine Information, um wieder einen Baum zu kreieren, ja, dass das wieder so rauskommt wie davor, ist ja klar, ich sag's jetzt nur mal. Ja. Und das ist genauso beim Männchen. Ja. Den Samen, das Erbgut mit Information. Ja. Seht ihr? So. Das ist ein Mensch. Ja. Und wenn wir sehen, dass Menschen sich nicht menschlich verhalten, warum sage ich das jetzt hier? Wenn wir sehen, dass Menschen sich nicht menschlich verhalten, sich schminken, sich gegenseitig, also Mann mit Mann und Frau mit Frau, dann sehen wir, dass da in diesem Geiste etwas nicht stimmt. Dieser Geist ist fehl am Platz, den sie haben. Versteht ihr? Ja? Transvestiten, Gender, glaubt ihr, dass diese Menschen wirklich, was ist ein Mensch, ist? Versteht ihr? Laut Definition Gottes, laut was Gott kreiert hat, glaubt ihr, Gott hat das kreiert? Oder sind das noch die Nachkömmlinge der Nephilim, die noch dieses Blut haben, die noch diese Gene haben, diese Dämonen und der gefallenen Engel und sowas. Versteht ihr das? Glaubt ihr wirklich, das sind Menschen? Glaubt ihr das im Ernst? Denkt doch mal nach. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Natürlich sind wir Sünder. Ja? Wir wollen nicht hier perfekt klingen. Nein. Ja? Kommt schön runter wieder. Bleibt locker, bleibt cool, Christen. Wir sind Sünder. Aber wir poppen uns doch nicht gegenseitig Männer und Männer in den Popo. Das macht ein Mensch nicht. Versteht ihr? Und Frauen, die kaufen sich keine Dildos und stecken die sich gegenseitig, die eine da liegen, die andere in Front liegen und geben sich gegenseitig. Ja, ja, sowas sieht man mal zufällig. Ne? Oder ne? Müssen ja hier nicht täuschen. Ja. Wir sehen das ja, überall wird sowas gepostet, überall, in YouTube, in Facebook, überall werden solche Sachen gepostet, du siehst sowas, ob du willst oder nicht. So, also, Blasphemie. Mohammed hat sich geschminkt, einen Mann unter den Bauchnabel geküsst. Wenn das schon offen liegt in den Hadithen, was ist dann nicht offen gelegt, was versteckt ist? Versteht ihr? Ja? Versteht ihr? Der Hass der Frauen führte zu einer enormen Homosexualität in muslimischen Ländern. Das ist einfach unfassbar, wie hoch die Homosexualitätsrate in islamischen Ländern ist durch den Hass der Frauen. Und die Mutas, Frauen, ja, die habe ich schon in einem Video erklärt, die Prostitution ist ja im Islam erlaubt, ja, unter gewissen Voraussetzungen. Ja, guckt euch, muss ich ja nicht nochmal wiederholen. Ist das erlaubt? Und Kinder,
Kinder in Marokko, in muslimischen Ländern, in Marokko ist es ganz schlimm, da schwänzen Kinder die Schule, Jugendliche, sagen wir mal Jugendliche besser, okay? Jugendliche schwänzen die Schule, Mädchen, und sind spezialisiert auf Analverkehr und Oralsex. Sie dürfen ja von nicht von vorne, ne? Also machen sie es von hinten und also anal und oral, ja? Warum? Weil sie genau wissen, das ist, wenn sie jetzt bald in den Alter kommen zum Heiraten, dann ist vorbei mit Arbeit, Schule, wenn der Mann das so will. Natürlich, es gibt Frauen, die Doktoren sind und Lehrer sind, aber die hatten halt eben das Glück, dass sie in eine moderate Familie eingeheiratet wurde. Wenn der Marokkaner, der Moslem zum Beispiel in Marokko, sagt, nein, du arbeitest nicht, ja, dann war es das für sie. Sie hat dann, es war vorbei, ihre Schule war umsonst, alles war umsonst, ja, versteht ihr? Und Muslime reden von Blasphemie. Die Frau wird komplett unterdrückt, ja. Die Homosexualität wurde komplett, ist komplett, ist eine komplette Epidemie. Ja. Homosexualität ist eine Epidemie durch die Religion selbst geworden. Ja. Und ihr fragt euch, ist der Islam von Satan? Ja, hier, ja. Versteht ihr? Das geht komplett gegen Gott. Und diese Religion tut zwangsweise die Homosexualität ausbreiten. Ja? Und glaubt ihr, Mohammed war so schlau? Glaubt ihr, diese Leute damals waren so schlau, das zu wissen, welche Auswirkungen das hat, Frauen so zu unterdrücken, Sex erst zu machen? Das ist ja auch richtig, auch in der Bibel so, wir sollen erst Sex machen, wenn wir heiraten, das ist ja richtig so. Aber dann noch diese ganzen anderen Unterdrückungen der Frauen, ja, dass sie nicht arbeiten dürfen und hin und her, dass sie in der Familie sein müssen, eingesperrt und blablabla, dass sie einfach nichts machen können. Ja. Versteht ihr? Hat diese Homosexualität komplett ausgebreitet in diesen muslimischen Ländern. Wir wissen, dass in Lagern, es gibt Lager, ja, es gibt Lager, da. Die werden nur donnerstags gemacht, so Ausflugslager, weil ein Imam, weil jeder Imam kann ja dort ein Papst sein. Jeder Imam ist ja sein eigener Papst, ja, laut seinem eigenen Verständnis, weil ich, wie ich schon mal erklärt habe, Imame verstehen den Islam ja gar nicht, laut Allah selbst. Können sie selbst jeder ihr eigener Papst sein, ihre eigenen Fatwas machen, ihre eigenen Bestimmungen machen, jeder so wie er Bock hat. Ja, wie schon 50 Jahre nach Mohammed, diese ganzen Streitereien gab es, die ganzen Enzyklopädien des Islams, ja, und so weiter. Ja. Der eine hat so gelernt, 50 Kilometer weiter hat der andere so gelernt, 50 Kilometer weiter der andere so. Es gibt ganze Enzyklopädien des Korans. Das Enzyklopädien, das bedeutet 100 bis tausende verschiedene Schriften. Ja. Mindestens Schriften, nicht ganze Korane, aber mindestens Schriften. Versteht ihr? Ja. Und da gab es zum Beispiel einen Imam, der hat gesagt, das habe ich jetzt in Facebook auch gepostet, das Video, da gab es einen Imam, der hat gesagt, ja, der hat einfach so gesagt, ja, donnerstags ist Allah zu beschäftigt, er sieht nicht, er kann nicht sehen, was ihr macht. Und dann wurden diese Lager, wo die Leute sich treffen, ja, diese Homosexuellen, das ist alles komplett voll, nur mit Männern, keine Lager für Frauen, so. Und treffen sich da und leben ihre Homosexualität aus. Und der Imam hat das noch bestärkt und sagt, mach das Donnerstag, denn Donnerstag ist Allah beschäftigt und sieht gar nicht, was ihr macht. Also Donnerstag könnt ihr dann machen, was ihr wollt. Der wurde dann, glaube ich, sogar auch dann umgebracht. Er wurde dann in diesem Lager, wurde dann gefangen und umgebracht, ja? Weil er den Islam so entblößt hat, ja? Dass man machen kann, was man will. Ja? Stellt euch mal vor, das wäre vor 1000 Jahren, wo kein Internet ist, wo kein Fernseher ist und hin und her. Ja? Und das ist, was mit dem Islam war, diese ganzen 1400 Jahre. Kein Internet, kein Fernsehen. Jeder hat gemacht, was er wollte. Jeder Imam hat gemacht, was er wollte. Darum haben wir diese ganzen Enzyklopädien. Und Islam spricht von Blasphemie. Der Islam ist von A bis Z Blasphemie. Von A bis Z Blasphemie. Zu behaupten, dass Allah der Gott wäre, ja?
Und Allah ist ja der Name. Allah bedeutet nicht Gott. Allah bedeutet teilweise Gott. Allah, Al und El, ja, Al ist althebräisch und bedeutet Gott. Und El ist neuhebräisch und bedeutet Gott. Wurde in den Islam hereingebracht und La gab es schon immer, ja, La gab es schon immer Gott, diesen Gott, La, ja, den gab es schon vorher, vor dem Islam. So hat man reinkopiert, Al-La, althebräisch, Al-La, Al-L-A-H. Was heißt das jetzt hier? Al, haben wir gerade gelernt, ist althebräisch für Gott, Bindestrich La. Was heißt das? Gott La. Was ist mit der Kamera jetzt hier los? Versteht ihr, ihr Lieben? Ist ein bisschen... Okay. Ja? Was für eine Blasphemie. Hier ist der Gott Ich Bin. Und der Gott Al La und der Gott La, ja, also der Gott Ich Bin, also, okay, andere Grammatik, Entschuldigung. Der Gott La behauptet, der Gott Ich Bin zu sein. Oder wie Yahweh oder wie immer ihn auch nennt. Ja? Ich sage immer Ich Bin. Denn Moses fragt ihn, was soll ich den Leuten sagen, wer du bist? Sag ihnen, Ich Bin. Ja? Weiß nicht, also er hat nicht, ich will das nicht kritisieren, ich sage das jetzt nur. Er hat nicht gesagt, ich bin Gott Jahwe zu Moses. Er hat gesagt, sag ihm, was soll ich ihn fragen, wer du bist? Und die Antwort war hier ganz klar, sag ich bin. Ja? Ich gebe zu, ich habe das noch nicht ganz studiert. Wir sollten mal Hebräisch mal ganz studieren, was dieses Ich Bin ganz genau bedeutet. Wir wissen ja, dass jedes Wort eine Bedeutung haben kann, ein ganzes, ja, eine ganze Silbe. Und dann vielleicht gibt es da, ihr versteht, was ich meine. Ne? Aber er sagte hier, ich bin. Okay, vielleicht, wenn das einer schon von euch weiß oder da ein bisschen mehr reinstudiert hat, wäre es schön, wenn ihr da einen Comment drunter schreibt. Ja? Blasphemie im Islam, Leute. Ein Prophet, der einen Mann unter dem Bellybutton geküsst hat, der sich geschminkt hat, Frauenkleider angezogen hat, der von einem Engel gewürgt worden ist, ja, der erlaubt hat, der Kinderehe und Kindersex erlaubt hat, Sklaverei erlaubt hat, Diebstahl erlaubt hat, Mord erlaubt hat, habe ich das schon gesagt? Mord erlaubt hat, ja. Leute, und Islam redet von Blasphemie, ja, Blasphemie, beleidigt Allah oder was auch immer und töten. Dabei sind sie die höchste Form der Blasphemie auf Erden. Es gibt keinen höheren Blasphemie. Es gibt nichts Höheres. Als die haben die ganzen Regeln umgestellt, die ganzen Gebote umgestellt, die Gebote sündhaft umgedreht, ja, dass sie schmackhaft gemacht werden für die Menschen, die schwach sind und den Islam annehmen, weil er ihre geisteskranken Bedürfnisse befriedigt. Ja. Nochmal, das Beispiel, die Gefahr im Islam, die dich genannt hat, ein Pädophiler nimmt den Islam an, weil es dort erlaubt ist. Ja? Jemand, der, Leute, Sklaven, die Gefahr des Islam, wollen wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, was ja auch zum Thema Blasphemie gehört, weil es mit dem Gott ja nichts zu tun hat. Menschenhandel ist die moderne Art der Sklaverei in islamischen Ländern. Somalia, ja, afrikanische Menschen werden nach Arabien transportiert und vorbereitet für ihr, das müsst ihr euch mal vorstellen, im Jahr 2018 und die Welt macht immer noch nichts dagegen, und werden vorbereitet für ihren restlichen Sklavenleben. Da gibt es ganze Lager, ja, werden kleine Kinder werden geklaut oder gekauft von Afrika, werden rübergeschifft nach Saudi-Arabien und werden dann in diese Lager gebracht und für ihren restlichen Sklavenleben trainiert, vorbereitet, ausgebildet. Könnt ihr euch das vorstellen? Gegen ihren Willen natürlich. Ja? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und ihr Hunde, ihr wisst, wer gemeint ist. Ja? Leute,
Das versteht ihr, warum die Leute den Islam annehmen? Sie lachen euch ins Gesicht, machen euch den schönsten Smile, habe ich auch jetzt einen Post gemacht, ja? Und täuschen und lügen und betrügen euch, doch ihr Geist ist verdorben, vergiftet und dreckig, ja? Sie wollen den Islam, weil er ihren dreckigen Geist, ja, Befriedigung erfüllt. Versteht ihr das? Darum funktioniert der Islam, ja? Ein physischer Gott soll also ein Gott sein, der tot ist. Ein toter Gott. Es gibt nur Mohammed. Die höchste Form der Blasphemie. Wissenschaftlich. Eine physische Form ohne Geist ist wissenschaftlich, logisch, physisch, ja, physikalisch tot. Tot! Ein toter Gott herrscht über 1,4 Milliarden Muslime. Ja. Sag mal, bin ich wirklich der Einzige, der das rafft? Bin ich der Einzige, der das rafft? Weil ich habe das von jemand anderem noch nie gehört bisher. Oder traut ihr euch das nicht auszusprechen? Kann natürlich auch sein. Aber anscheinend bin ich hier der Einzige, der es wirklich im ganzen Umfang hier versteht. Und ausspricht. Nein, ich will mich hier nicht groß machen. Das ist Rhetorik. Das ist, ich will nicht mehr der Einzige sein. Ich will, dass ihr anfängt und ja, in eurem Kopf sagt, hey, warte mal, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich ja auch einer von den wenigen, die sowas sagen. Ich auch. Versteht ihr? Das ist mein Ziel. Ich will nicht hoch sein. Ja? Ich werde sterben. Ja, wir werden alle sterben, ja, für was sollen wir hoch sein? Wer sich klein macht, wird erhoben werden im ewigen Leben, ihr Lieben, ja, so. Also, Blasphemie im Islam, brauchen wir gar nicht großartig viel drauf einzugehen. Ich habe gerade Top-Argumente schon gegeben, was heißt Top, Entschuldigung, ich meinte, ja doch, Top-Argumente für, wenn ihr mit Muslimen spricht, denen ganz klar zu sagen, wissenschaftlich ist Allah tot. Ja? Mohammed, ja, hat komplett gegen die Propheten, alle der Bibel, ja, Sachen gemacht wie ja, die Expansion der Homosexualität, das Unterdrücken der Frau, das Mädchen sogar sich spezialisieren in Marokko auf Oralsex und Analsex, weil sie genau wissen, dass die einzige Möglichkeit, jetzt noch an Geld zu kommen, irgendwann mal Geld in der eigenen Tasche zu haben, weil ich sonst komplett abhängig bin, mein restliches Leben, wenn meine Eltern mich jetzt verheiraten, werde ich mein restliches Leben komplett abhängig sein auf meinen Mann. Und die Frauen haben Angst. Die Frauen, der Islam treibt denen Angst schon als Kind in den Kopf, weil sie sehen, was ihre Mütter durchmachen. Weil sie sehen, die Mutter kann gar nichts, sie muss nur zu Hause bleiben, kochen, dies, das, ja, ist ja auch in Ordnung. Aber sie hat keine Freiheit, nichts. Und wenn der Mann sie schlägt und was auch immer passiert, und wenn er sie betrügt, was er ja sogar auch darf, ja, sich noch eine zweite Frau holen darf. Die Kinder sehen das, die Kinder sind doch hellwach, die Kinder sind doch nicht doof, die sehen das. Ja, und tun sich, das ist jetzt in der modernen, in modernen Marokko schon seit 50 Jahren circa, ist das schon so. 30 Jahre, ich will nicht übertreiben, ich glaube 30 Jahre. Studiert das mal genau. Tun Mädchen schon von der Schule, die hauen ab von der Schule, stehen an den Straßen, ja, und Autos kommen und die mit ein bisschen mehr Geld und so, die holen die, ja, fahren dann, machen mit denen Sex, ja, machen Mutter, ja, benutzen sie als Prostituierte, ein ist erlaubt in Islam, eine kurze Heirat zu machen, die entgeltet wird, dann darf man ja in der Heirat darf man ja Sex machen. Ja? Schaut mal, wie dumm, wie die unsere Intelligenz heute noch beleidigen. Ja? In der Heirat darf man ja Sex machen, also hier hast du ein bisschen Geld, ich heirate dich. Ja? Aber versteht ihr, Prostitution total verdreht. Ja? Das ist doch keine Prostitution, ich habe ihr doch Geld gegeben, wir haben geheiratet. Ja? Haben dann natürlich Sex gemacht, weil wir verheiratet waren, aber dann haben wir die Ehe wieder gebrochen, weil sie ja nur 15 Minuten gegolten hat. Leute, Prostitution erlaubt in Islam. Leute, und Kinder machen das. Ja? Und glaubt ihr, die kaufen sich Kondome? Ja? Glaubt ihr, die kaufen sich Kondome? Die kriegen ja erstens mal gar keine. Wenn sie sich Kondome kaufen und das jemand sieht, der Nachbar sieht, die werden ja geköpft. Ja?
Glaubt ihr, die kaufen sich Kondome? HIV-Ausbruch in islamischen Ländern, unfassbar. Ja, und Gott hat es gesagt. Ja, es werden Seuchen kommen und hin und her. Und das, wenn wir Pech haben, war HIV nicht mal die letzte. Da kommt vielleicht noch viel Schlimmeres auf uns zu. Ja, da kommt vielleicht eine Krankheit, ein Virus noch von. Oh mein Gott. Ja, und das befürchte ich schon seit mehreren Jahren. Ja, dass da vielleicht was auf uns zukommt, dass wirklich mal die Hälfte der Menschheit einfach mal so ausrottet. Ja. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Ich sehe das auch nicht. Ich sehe es auch nicht. Ich sage nur, ich befürchte es nur. Ich sehe sowas nicht. Ja? Aber Gott sagt es doch. Gott sagt es doch. Und AIDS ist ja eigentlich, AIDS ist schon schlimm. Ja, aber werden die Menschen hingerafft? Wir können ja heute schon die AIDS-Kranken lange am Leben halten. Also nur logisch. Ich denke nur logisch. Logisch müsste eigentlich noch was viel Schlimmeres kommen. Habt ihr verstanden? So. Weil Gott redet von etwas Schlimmem, was kommen wird. Ja? Und den HIV, den haben wir schon fast unter Kontrolle. Es sei denn, ja, der bricht so krass aus, da hat er ja die Chance, viele, viele andere Strukturen anzunehmen, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es ja so schwer, ihn zu bekämpfen. Und vielleicht wird er so krass. So krass, dieser Virus, dass wir den nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Ja, wer weiß, was da kommt. Wer weiß, was da kommt, Leute. So. Und das, was ich meine, glaubt ihr, diese Menschen, die benutzen Kondome? Ja. Die Essen können sich gar nicht leisten. Ja. Die sind froh, wenn sie, wenn sie überhaupt einen Freier bekommen, der sich wagt, da so ein Kind zu ja, oder einen Jugendlichen, ja, dieses Risiko einzunehmen, zu machen und versteht ihr? Leute, man kann nicht spekulieren, ihr seht selber, ich mag das Spekulieren nicht, da komme ich immer dann so, ich mag sowas nicht. Aber versteht ihr? Blasphemie in Islam. Von A bis Z ist der Islam Blasphemie. Könnte ich auch nochmal eine Serie machen, ja? Von A bis Z, was ist Blasphemie? Könnte ich dann wieder direkt mit Allah anfangen, ja? Gut, also Widersprüche in Islam, von A bis Z Islam auseinandernehmen, ja? Habt ihr gesehen? Die haben mein Konto jetzt, die haben meinen Account jetzt gesperrt, ja? Weil ich geschrieben habe, Islam wird untergehen. Ja, weil das gegen die Dings verstößt. Was soll das? Hätte Facebook damals schon gegeben, ja? Sagen wir mal vor 2000 Jahren. Und dann hätte, versteht ihr? Und dann hätte einer gesagt, das römische Empire wird untergehen, ja? Hätte dann Facebook ihm auch gesagt, hier, Entschuldigung, nicht Facebook, YouTube, hätte dann YouTube auch gesagt, das verstößt gegen unsere Richtlinien? Ja, da hat er doch recht. Und selbst wenn er, die wissen es doch gar nicht, ja? Wir wissen es heute doch gar nicht, ob der Islam untergeht, ja? Wir wissen es nicht, ja? Also wir wissen es nicht mit Gewissheit zu sagen, weil das ja noch nicht so ist. Ja. Ich sage aber, der Islam wird untergehen, das ist meine Meinung. Und dann musste ich jetzt meine ganzen Videos mit dem Titel Islam wird untergehen, musste ich das löschen. Ja. Was soll das, YouTube? Das ist doch meine Meinung. Ja, gut. Wisst ihr, YouTube, falls einer zuhört, ihr werdet untergehen. Facebook, ihr ganzen Plattform, ihr werdet untergehen, wenn der Islam sich ausbreitet. Hört mir ganz genau zu, ihr Facebook und YouTube-Manager und Twitter und alles, ja. Wenn der Islam an der Macht kommt, werden die euch zumachen. Sie werden euch dicht machen, damit keine Meinungsfreiheit mehr da ist. Ja. Und wenn ihr denkt, ich habe doch schon meine Milliarden und kaufe mir irgendwo eine Insel. Nein, mein Freund. Man wird dir auch nicht sagen, ja okay, nimm den Islam an und behalte deine Milliarden. Nein, bist du wirklich so ein Traumtänzer, Manager in Facebook, in YouTube, in Twitter oder wo sonst? Man wird dir den Kopf abschneiden, bevor man dir den überhaupt sagt, in den Islam an, damit man an deine Milliarden kommt. Ja? Fang an, deine Intelligenz zu benutzen, ja? Wenn du wirklich so intelligent bist. Ja?
Zu Milliarden machen reicht das. Zu Milliarden machen hat deine Intelligenz gereicht, aber nicht um ja, für die Zukunft zu sorgen. In 10 Jahren kann das alles hier schon passieren. Ja? Stellt euch vor, 60% der in Europa wird muslimisch, in Amerika, ja, in Australien. Wisst ihr, was dann ist? Dann ist es vorbei. Das kann in 10 Jahren passieren. Ja? Oder lass es in 20 Jahren sein. So. Ich sage aber, der Islam geht unter allein durch Bildung. Ja? Durch Bildung. Und wir müssen den Islam verbannen. Ja? So einfach, wir verbannen ihn. Ja, so wie Angola das schon getan hat. Und so funktioniert das. Ja? So einfach. Denn die westlichen Leute, gibt es ja Gott sei Dank nur ein paar extrem Kranke, die zu dem Islam wechseln. Ja, wir sehen ja, wir guckt doch mal, Leute, jetzt mal ehrlich. Muslime, seid mir nicht böse, aber guckt doch mal, ihr denkt, voll viele konvertieren zum Islam. Guckt euch doch mal an, wie die aussehen, was für Leute das sind. Ja, auf die seid ihr auch noch stolz. Ja, wie die aussehen, was für Leute das sind, ja, die meisten davon. Genau das, diese geistlichen, untersten Kreaturen, dass man denen schon in der Fresse sieht. Ja, ihr Lieben. So, Islam, Blasphemie von A bis Z. Ja, so, ich werde jetzt wieder aufhören mit Videos erstmal, weil ich wieder geschäftlich weg muss. Vielleicht dazwischen ein bisschen was machen. Und habe jetzt viele Termine. Like bitte meine Videos, supportet mich bitte, abonniert, ja, shared, teilt, ja, denn wir, ihr wisst Bescheid, ja, so. Muslime, nehmt Jesus an, Mann. Wacht doch mal auf, Mann.